Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Yeah, ist es wieder Zeit. Und ich habe mir dieses Mal eine relativ frühe Ausgabe geschnappt. Und zwar vom Februar 92. Ja, wie ihr seht, Hauptthema Chip and Chap. Das NES steht auf jeden Fall hier noch voll im Fokus. Da der Game Boy so ein bisschen und vom Super Nintendo war hier noch absolut keine Rede. Das taucht ja noch nicht auf. Logischerweise weiß er auch noch nicht, released wurde. Ja, Chip and Chap, super Spiel. Ich weiß auch noch, wie ich dieses Magazin als Kind hatte. Also nicht genau die Ausgabe, aber die Ausgabe. Also ihr wisst schon, was ich meine. Grammatik und so. Ja, da gibt es tolle Unterschiede. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was uns hier in dieser Ausgabe erwartet. Ne? Wie man sieht, auch Mario und Luigi sind schön im Spielefieber und ach, ihr sagt es ja auch jedes Mal im Kommentarfeld und ich ja auch jedes Mal bei jedem Video eigentlich. Ich mag einfach diesen alten Zeichenstil. Das hat so ein bisschen was Runderes, Sympathisches irgendwie, finde ich einfach. Keine Ahnung was, aber vielleicht ist es auch die Kindheitserinnerung, die einen triggert, aber ich weiß nicht, ich finde es einfach herrlich. Hier natürlich auch schön mit dem Flugzeug und dem U-Boot aus Super Mario Land. Herrlich auf jeden Fall. Ja, Specials. Chip and Chap, das Cover-Thema gleich auf 4 bis 11, also auf ganz vielen Seiten. Panda, Mathe auf 7 Seiten. Ich und Mathe, super Freunde, ich sag euch. Also ich bin voll der Mathe-Profi ohne Ende. Da hinten Super RC Pro AM auf dem Game Boy, wie man hier auf dem Cover sehen kann. Die stellen hier auf jeden Fall diese 4-Spieler-Multiplayer-Fähigkeit in den Fokus. Schauen wir mal, hat glaube ich nie ein Mensch damals am Game Boy gemacht, aber es ist natürlich schön, dass es möglich war auf jeden Fall. Ja, NES-Spiele Super Mario Bros. 3, Border Dash, Little Nemo, Legend of Zelda. Ja, Legend of Zelda war ja da eigentlich schon so ein bisschen älter. Ne? Ich denke mal, wollen sie mal so ein bisschen nochmal in den Fokus rücken, denke ich mal. Game Boy-Spiele, Blades of Steel. Bin gerade etwas überrascht, ehrlich gesagt, weil... Okay, es ist eine relativ kleine Ausgabe, aber da gab es wohl noch mehr Gameboy-Spiele zu der Zeit, oder? Obwohl der Gameboy, der kam ja hier 91 raus, wahrscheinlich zu meiner Geschäft. Ich weiß es leider nicht genau. So viel gab es dann wahrscheinlich noch nicht, aber mehr als das doch auf jeden Fall. Schauen wir mal. Also ich würde sagen, ein Spielen ist es relativ überschaubar in diesem Magazin. Es ist auch nicht die dickste Ausgabe, aber da mussten sie sich natürlich erst ranarbeiten, ne? Aber fangen wir gleich mal an. Lange genug gelästert und entsetzt festgestellt. Kommen wir hier zu Chip and Dale, dem Cover-Thema. Ja, habe ich da ein Testvideo zu gemacht? Ich bin mir gerade sicher. Also ich habe ja am Anfang von meiner Kanalgeschichte auch so ein paar NES-Tests gemacht. Aber irgendwann wollte ich das so ein bisschen streamlinen und nicht zu viel machen. Und deswegen ist das ja heute eher so bei hauptsächlich Game Boy, Super Nintendo und natürlich auch Game Gear-Tests. Wisst ihr aber, wenn man einfach zu viele verschiedene Systeme hat, man verliert einfach den Überblick und deswegen wollte ich das etwas streamline. Aber ich meine, ich habe einen Test dazu gemacht. Ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Eines dieser alten, schönen Capcom Disney-Spiele. Super. Ich habe auch die Serie geliebt ohne Ende als Kind. Ich fand das immer so super, so ein bisschen abenteuermäßig. Ne? Ihr habt wahrscheinlich alle die Anfangsmelodie im Kopf. Chip and Chap, Ritter des Rechts. Okay, ich sollte nicht singen. Ich kann nämlich nicht singen. Aber super. Also war eine meiner Lieblingsserien auf jeden Fall. Zumindest von diesen in dem Bereich. Also DuckTales war meine Lieblingsserie, glaube ich. Dann kam schon fast Chip and Chap, würde ich fast behaupten. Wenn ich gerade nichts vergesse, dann gab es natürlich noch hier Captain Baloo und Darkwing Duck war auch ziemlich geil. Das war zusammen mit Captain Baloo so auf Platz 3, obwohl ich glaube Darkwing Duck auf Platz 3 und Captain Baloo auf 4. Ha. Ich hoffe, ich habe keine Serie verpasst, aber ich schweife schon wieder ab. Schönes Spiel, ja, Plattformer. Ihr spielt entweder Chip oder Chap. Eure Taktik ist im Prinzip, man sieht es hier vielleicht, also die ganze Weltengestaltung, ich zeige euch hier das mal so ein bisschen ausschnittsweise mehr in den Fokus.
ist natürlich die ganze Welt ist natürlich dementsprechend aufgeteilt, weil ihr seid ja diese Erdmännchen, nicht die Erdmännchen oder Erdhörnchen. Ich bin mir gerade unsicher, welche Tierart da jetzt die richtige ist. Ja, es ist natürlich alles so ein bisschen groß gestaltet, ne? Die ganzen Welten, wie ihr seht hier, ich zeige es auch nochmal in die Kamera. Ihr seht, das ist natürlich hier so ein bisschen mit irgendwelchen Masten, wo Elektromasten. Mensch, Panda. Ich sollte nicht noch nach der Arbeit abends noch schnell ein Blättervideo aufnehmen. Da habe ich am Tag eindeutig zu viel gelabert. Bitte verzeiht mir das und seht mir das nach. Auf jeden Fall, ne, ihr seid klein und dadurch ist natürlich alles so ein bisschen entsprechend gestaltet. Was natürlich sehr, sehr schön ist und kreativ ist. Da kann man natürlich viel draus machen. Und eure Hauptattacke ist, dass ihr nicht irgendwelchen Gegnern auf den Kopf springt, wie bei Mario oder ähnliches, sondern ihr hebt so Kisten auf und werft ihr dann auf eure Gegner. Ja, damit kommt ihr im Prinzip durch. Das sind natürlich auch Äpfel und so weiter. Hier durch so eine Bücherei kämpft ihr euch. Das geht natürlich jetzt sehr, sehr stark auf die ganze Level-Architektur ein. Also ich finde ein sehr, sehr schönes Spiel. Die Grafik ist super, das Setting ja sowieso. Und wie ihr seht, hat man dann natürlich auch so ein bisschen mit den Zonen und so. Da haben wir natürlich auch so von Super Mario Bros. 3 gelernt, dass man auch so Levelauswahl hat und so weiter. Wunderschönes Spiel, hat auch einen schönen Soundtrack. Eines dieser wirklich klassischen, guten Capcom-Disney-Spiele. DuckTales ist ja auch von Capcom damals gewesen. Also da konnte man zu der Zeit mit Disney-Spielen definitiv nichts falsch machen. Ein Hit nach dem anderen auf jeden Fall. Ach, auch so süß, dass sie hier noch so ein Schlusswort sagen, ne? So richtig hier so alte Werbetechnisch. Chip and Chip, Walt Disney's Comicfiguren auf dem NES. Wir wünschen euch viel Spaß. Fantastisch. Ich habe da immer so ein uralt Werbung Kommentator Stimme im Kopf. Ich weiß auch nicht wieso. Kommen wir hier schon den Leserbriefen. Ja, wunderbar. Ja, gucken, ob wir hier was Interessantes haben. Wow, hier hat jemand eine Karte gemalt von Battle of Olympus. Genau das Spiel, was ihr auch mir immer empfehlt und ich bei jedem Video gefühlt sage, boah, das sieht aber interessant aus. Da sollte ich vielleicht mal reinschauen. Und jedes Mal sagt ihr alle, ja, mach das. Aber irgendwie, ja, wie gesagt, NES, das ist bei mir momentan so ein bisschen unter dem Radar. Ihr kennt es vielleicht auch selber. Wenn man sammelt, dann muss man das irgendwie so ein bisschen streamlinen, weil sonst hat man da irgendwie zu viel durcheinander. Schönes Spiel auf jeden Fall. Soll ich mir irgendwann mal angucken, auf jeden Fall. R-Type, super Zeichnung. Das ist aber echt eine geile Zeit. Das ist, hier, ist das hier von einem Kind? Nee. Glaube ich nicht. Ha. Also wenn das hier von einem kindlichen Zuschauer gemalt ist, also die Grafik finde ich eigentlich ziemlich geil. Glaube ich aber nicht. Auf jeden Fall sehr schön Leserbriefe natürlich, wie immer. Schöne Torte auch. Ja, kommen wir zu Super RC Pro AM. Ja, super Spiel. Ich habe das Spiel damals mit meinem Bruder auf dem NES hoch und runter gespielt. Also das RC Pro AM, nicht das Super RC Pro AM. Den Teil auch für den Game Boy hatte ich damals nicht, aber habe ich natürlich hier auch in neuen Zeiten als Sammler natürlich auch nachgeholt. Wunderbares Spiel. Also im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen. Wie ihr seht, ist die Ansicht halt so leicht schräg drauf. Und ihr spielt halt, ja, so ferngesteuerte Autos im Prinzip. Gibt es natürlich auch verschiedene Upgrades, ne? Mit Reifen habt ihr besser. Das Handling, Batterien habt ihr, Beschleunigung ist besser, Motor ist die Höchstgeschwindigkeit besser, also das Übliche halt. Ne? Da machen sie natürlich jetzt keine großen, riesigen Experimente, ist halt super, gibt es natürlich auch verschiedene Sachen und natürlich kleine Waffen wie Raketen und so. Besonderheit hier ist natürlich, was jetzt natürlich jetzt auch groß hier feststellen, dieser Vier-Spieler-Modus. Finde ich allerdings, wie gesagt, ich glaube, damals hat den effektiv niemand genutzt oder das war nur bei mir damals so. Ich weiß nicht. Habt ihr damals jemals ein Super Nintendo-Spiel zu viert gespielt? Wenn ja, haut's mal in die Kommentare rein. Es würde mich echt mal interessieren, ob das irgendwer damals regelmäßig oder wie es nur einmal gemacht hat. Weil Problem war natürlich immer, alle vier mussten auch das Spiel haben. Und als Kinder, man hat natürlich fleißig immer die Sachen durcheinander getauscht, aber es hatte nie irgendwie, dass die Spiele so weit verbreitet haben, weil ich muss mir das Spiel ja nicht kaufen, weil Kumpel XY hat das ja. Und wenn ich das Spiel will, kann ich mir das ja ausleihen. So war das bei mir zumindest. Aber hey,
Hier gibt es natürlich hier auch verschiedene Gefahren. Finde ich schön, dass sie hier so echt schöne, stimmungsvolle Zeichnungen extra gemacht haben. Ne? Es gibt natürlich hier die üblichen Pfützen, denn hier die Öldinger, die ein Dingens durcheinander bringen und so weiter. Ja, das Übliche halt. Ne? Verschiedene Strecken gibt es natürlich auch. Hier auch nochmal cool im Detail erklärt. Auch hier sieht man, ne, das sind so die alten Zeiten. In der heutigen Zeit würde man niemals hier einfach so einen weißen Hintergrund auf so einer Seite machen. Das würde man irgendwie besser gestalten. Aber hier, ha, guckt euch das Promo-Foto an. Auf der Rennstrecke mit Rennautos im Hintergrund sitzen sie da und spielen so viel Super RC Power M. Ha, herrlich, was sich die Marketing-Fuzis immer so ausgedacht haben. Ne? Herrlich. Auf jeden Fall ein wunderbares Spiel, kann ich nur empfehlen. Weiteres wunderbares Spiel, Super Mario Bros. 3. Habe ich mal eine sehr interessante Geschichte Dokumentation zu der Entwicklung gesehen. Bei den Gaming Historian, ist ein englischer Kanal, kann ich euch aber sehr, sehr wärmstens empfehlen. Sehr, sehr interessante Hintergrundgeschichte, wie diese ganze Entwicklung war. Und das ist eins der besten Super Mario Spiele, die es gibt, finde ich. Super Spiel, haben so viel da reingebracht, wenn man bedenkt hat, wie das auf dem NES mit dem ersten Teil so relativ primitiv, aber gut angefangen hat. Und was für eine Riesensteigerung dieses Spiel hier schon ist. Boah, herrlich. Aber so im Detail gehe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt auf das Spiel gar nicht mehr ein, weil, ganz ehrlich, kennt irgendwer von euch dieses Spiel nicht? Ne? Seht ihr, ihr habt es zumindest alle mal gespielt, ihr habt alle so ein bestimmtes Gefühl dafür. Ich weiß noch, dass ich das als Kind damals nicht hatte, aber ein Kumpel hatte das. Da hatte ich aber schon ein Super Nintendo. Aber trotzdem bin ich immer zu diesem Kumpel gedackelt und wir haben zusammen Super Mario Bros. 3 gespielt, weil das einfach so dieser kindlichen Vorstellung, weil diese 16-Bit Super Nintendo, klar war da schön grafischer Sprung und so weiter. Aber diese Feinheiten hat man da doch gar nicht so erfasst, finde ich. Und da war es einfach super, dass das trotzdem auf dem NES so aussah. Also herrlich. Super, super Spiel auf jeden Fall. So, jetzt haben wir schon das Comic. Ich würde sagen, wie immer, ich halte mal die Finger weg. Wenn ihr es lesen wollt, drückt kurz die Pause-Taste. Das machen wir ja immer so. Hier, das NES-Spieleberater. Den habe ich hier doch auch irgendwo mal ein Video zugemacht. War es das schon? Ja, hier, wie man sieht, ist das hier leider wieder so eine Ausgabe, wo anscheinend die Mitte fehlt. Ach, das ist die Mitte, das ist das Poster. Wunderbares Legend of Zelda Poster. Herrlich. Auch hier so richtig hier mit den, wo was ist. Das waren hier noch wirklich hilfreiche Poster, ne, Freunde? Klar, diese späteren natürlich hier. Ich habe hier zum Beispiel auch an der Wand ein Link's Awakening Poster hängen. Die sind natürlich auch super. Aber das war noch richtig hilfreich. Und ich weiß noch, dass mein Bruder sich Zelda damals, das war wirklich Ende der 80er, Zelda von einem Kumpel geliehen hat. Und man wusste ja sofort, dass es ein besonderes Spiel ist, weil es ja in dieser goldenen Cartridge, also in diesem Modul war, das so golden war. Aber ich habe damals überhaupt nichts gerafft. Aber ich habe da schon gemerkt, dass das Spiel etwas Besonderes ist, ganz einfach. Weil diese ganze Spielweise war so offen und so besonders. Wow, herrlich. Ich kam nicht weit, ich habe nicht viel gerafft. Das Spiel war immer so ein Mysterium für mich, aber ich habe es immer wieder versucht, ja, wie man es damals halt gemacht hat. Ne? So, gucken wir uns mal die Top-Spiele an. Auf dem Game Boy, Super Mario Land ist klar, Gargoyles Quest, klar, Turtles, super Spiel, Tetris und Fortress of Fear. Okay, gut. Wie gesagt, die Spieleauswahl war zu der Zeit natürlich relativ eingeschränkt. Unterschreibe ich aber, super Spieleauswahl, wenn man bedenkt, dass diese Spiele auch gleich zu Beginn erschienen sind. Okay, Fortress of Fear. Es mag jetzt die qualitätsmäßig ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Ich habe natürlich so ein bestimmtes nostalgisches Verhältnis dazu. Aber mal gucken, was die Profis sagen. So Mario Land, Tetris, sowieso Quirk, auch ein super Spiel, hatte ich auch damals gehabt. Dr. Mario und Gargoyles Quest, würde ich auch so unterschreiben. Auch perfekt. Das NES, die Leser, Legend of Zelda, Super Mario Bros. 2, Zelda 2, Mega Man 2, Super Mario Bros. 1. War da Super Mario Bros. 3 noch nicht erschienen? Warum ist das da noch nicht da? Ach doch, da. Beim Profis ist es gleich oben. Dann ist es wahrscheinlich relativ frisch erschienen, nehme ich mal an, dass es bei den Lesern noch nicht so angekommen ist. Also Super Mario Bros. 3, Zelda Battle of Olympus, Dr. Mario und Kiki Cubicle. Irgendwo habe ich den Namen auch schon mal gehört, aber hey. Naja, schauen wir mal. Und der Mario hat in der Postabteilung Überstunden geschoben anscheinend. Ach so, hier die so
Das SEB Club Nintendo Deutschland, die sind natürlich auch für technische Sachen auch immer da. Finde ich auch herrlich, ne? Ich habe mein NES ordnungsgemäß an das Fernsehgerät angeschlossen. Ich weiß noch, wie mein Vater da wirklich, nicht Stunden, aber es da war damals nicht so einfach wie heutzutage auf jeden Fall, irgendwas an so einen Fernseher anzuschließen, ne? Mit dem richtigen Kanal auswählen und so weiter. Heute haut man das HDMI-Kabel rein und gut ist. Das war damals durchaus immer so ein bisschen Gefummel auf jeden Fall. Ja, Boulder Dash auf jeden Fall ist auch ein Klassiker, der es anscheinend auch auf dem NES gefunden hat. Die Version habe ich persönlich noch nicht gespielt, aber natürlich, ich glaube, auf dem C64 bei dem Kumpel habe ich das damals gespielt. Das war so mein erster Berührungspunkt zu Boulder Dash. Im Prinzip ist das Spielprinzip relativ einfach. Ich weiß, im Prinzip ist es im Prinzip. Ich halte euch hier mal, die meisten von euch werden es auch kennen, hier so ein Dings, so ein Level rein. Ihr seht ja so diese verschiedenen Ebenen. Die blauen, die könnt ihr wegbuddeln, um an Edelsteine zu kommen. Problem ist natürlich auch, das hat eine Gravitation. Das heißt, es ist keine Draufsicht, das ist wirklich hier so eine Seitenansicht. Und ihr seht diese gelben Steine. Und wenn natürlich die Erde darunter weg ist, dann fallen die runter. Und dann müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr nicht erschlagen werdet oder ähnliches. Ist im Prinzip so ein bisschen, ja, so ein Action-Puzzle-Spiel, würde ich sagen. Und die Zeitschrift fällt ja auseinander. Ich sollte das hier nicht machen, das mit den Knicken. Ja, es ist leider so mit den älteren Zeitschriften, dass die mittlere Bindung manchmal nicht mehr so stark. Absoluter Klassiker, muss es natürlich auf verschiedenen Systemen geben auf jeden Fall. Ja, Little Nemo The Dream Master, auch ein schönes Spiel, habe ich auch einen Test zugemacht. Schöner Plattformer, ist ziemlich schwer, was man gar nicht so bei der Anmutung irgendwie vermutet. Besonderheit ist hier halt, dass ihr mit Süßigkeiten diese Tiere hier füttern könnt und dann in diese reinschlüpfen könnt. Ich weiß, etwas seltsam, aber im Prinzip eignet ihr euch dadurch diese Kräfte dieser Tierwesen an. Ne? Das heißt, der Maulwurf, der kann halt durch die Erde buddeln, die Eidechse, die kann halt an der Wand lang hochlaufen und so weiter. Wie gesagt, ist halt etwas komisch, dass man da so reinschlüpft. Da darf man nicht so näher dran nachdenken, logischerweise, aber hey, Spiellogik. Das Ganze basiert übrigens auf einem Comic aus den, ich glaube, 20er Jahren. Also uralte Lizenz wurde dafür genommen. Das ist keine frische IP. Das ist wirklich eine Lizenz, aber von wirklich einer uralt Comic-Serie. Auch hier schöne Gestaltung natürlich. Ja gut, Little Nemo in Dream World heißt es, oder? The Dream Master. Also natürlich so eine Art Traumwelt, dadurch natürlich sehr fantasievoll gestaltet. Schöne Sache. Blades of Steel. Oh. Ich hab's geliebt. Super Spiel, ist ein Eishockeyspiel. Und ich kann eigentlich mit diesem Sport an sich immer noch nichts anfangen und damals auch nicht. Aber ich habe das Spiel geliebt ohne Ende. Ich habe es gezockt und gezockt und gezockt. Ich glaube, ich weiß auch, dass ich relativ enttäuscht war, weil irgendwie hatte ich hatte nur irgendwie den Namen Blades of Steel gehört und es klang irgendwie voll cool, dass das ein Eishockeyspiel ist. Das habe ich damals gar nicht gerafft, als ich es mir gewünscht habe. Oder ich weiß gar nicht, ob ich es mir gewünscht habe oder einfach geschenkt bekommen habe. Egal. Auf jeden Fall sehr schön und was natürlich hier richtig geil war, dass man sich so auch kloppen konnte. Das war immer so ein bisschen das Highlight. Schönes Spiel, super fluffiger Soundtrack. Super Spielgefühl. Also auch wenn ihr kein Eishockey-Fan seid, könnt ihr hier auf jeden Fall mal reinschauen und da mal spielen. Das Modul kriegt man relativ günstig, damit kann man echt nichts falsch machen und so eine Runde zwischendurch ist das auf jeden Fall immer gut. Legend of Zelda. Ja, wie gesagt, der Klassiker hat eine ganze legendäre Serie losgetreten. Wir haben die Karte ja schon in der Mitte gesehen. Ich war damals sehr, sehr verwirrt. Ich wusste nicht, was man machen soll, weil es war auch alles auf Englisch, es war nichts auf Deutsch. Und als Kind ist es dann da wirklich sehr, sehr schwer, dann irgendwie reinzufinden. Also, ne? Aber auch da zu dem Spiel sage ich jetzt auch nicht so viel, weil, hey, ne? Ihr kennt es wahrscheinlich alle. Die Qual der Wahl, ein paar Empfehlungen. Sportspiele, dieses Super Spike V-Ball NES, da haben wir doch letztens auch eine ältere Ausgabe gehabt, wo das voll gehypt wurde. Ne? Ich kenne keinen, der das irgendwie gespielt hat, ehrlich. Ich weiß nicht, warum die das hier so versuchen zu hypen. Aber jedenfalls Nintendo World Cup auf den Game Boy und auf den NES unterschreibe ich, absoluter Klassiker, braucht jeder. Strategiespiele, Dr. Mario oder Quirk, ja, Strategie.
In der heutigen Zeit würde man, glaube ich, eher so Rätselspiele oder sowas sagen. Also zumindest Quirk, das ist kein Strategiespiel. Also ja, dann merkt man, dass damals diese Genrebegriffe noch so ein bisschen offener waren. Ne? Actionspiele, Amazing Spider-Man, ja, manche lieben es, manche hassen es oder... Ja, nicht manche hassen es, aber ich mag es auf jeden Fall nicht. Ich hasse es nicht. Ich finde die Steuerung bei Amazing Spider-Man einfach zu fummelig. Da teilweise hier mit den an der Decke lang zu und ach nee. Geh mir weg, das macht echt keinen Spaß. Ja, Adventure-Spiele, Gargoyle's Quest und Legend of Zelda, super Wahl. Hat auf jeden Fall hier alles sehr gut gemacht, würde ich sagen. Ja, der Gameboy, er kam, sah und siegte, hat anscheinend hier irgendeinen deutscher Spielepreis von 1991 gewonnen. Verdient, würde ich auf jeden Fall sagen. Hier wird auch Werbung für die Spieleberater gemacht. Ja, finde ich schön. Habe ich auch zu beiden schon ein Video gemacht. Falls ihr mal Interesse habt, einfach bei meinem Kanal bei der Blättert-Playlist mal reinschauen. Neuvorstellung. Diese NES- und Gameboy-Neuheiten werden bald erhältlich sein. Ja, Mega Man Dr. Wilys Rache, super Spiel, ist auch eine Exklusiventwicklung für den Gameboy gewesen und mein persönliches erstes Mega Man-Spiel aller Zeiten. Natürlich ziemlich schwer, wie es halt Mega Man typisch halt ist. Ne? Und als Kind habe ich es nie durchgespielt, als Erwachsener glaube ich auch nicht, weil ich da überhaupt keine Geduld mehr habe. Aber super Spiel, finde ich, haben sie schön dieses Mega Man-Prinzip auf den Gameboy portiert. Ich habe damals wirklich Stunde um Stunde um Stunde wirklich versucht, diese Kombination, wie man die Robotermeister erledigen sollte und so weiter, natürlich ausprobiert. War damals ja wirklich so ein bisschen sehr arg an selber erforschen. Ne? Das fiel eigentlich so in den Schoß, sage ich mal. Mega Man 3 für den NES ist da anscheinend erschienen. Ja, dieser Tipps auch hier, ne? Diese einfache Gestaltung. Das wurde damals echt wesentlich professioneller. Herrlich. WWF Superstars, Superspiel, Kung Fu Master. Ey, die drei hatte ich sogar damals. Cool. Noch mehr Tipps. R-Type hatte ich auch. DuckTales auch auf dem Gameboy. Wow, ich habe hier alle Spiele damals wirklich gehabt. Finde ich echt faszinierend. Cool. Satellitenspiel. Boulder Dash. Ja gut, Solstice. Alles schöne Spiele. Und damit sind wir schon durch. Ich weiß, für eine Blätterfolge eine relativ kurze Folge, würde ich fast sagen. Aber... ist natürlich auch ein überschaubares Magazin, aber ist klar, das Super Nintendo gab es noch nicht. Die haben es da noch nicht so ganz so sehr gepusht gefühlt. Und auf jeden Fall ist ein anderer Stil als sonst, aber trotzdem eine schöne Ausgabe mal wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen wie immer. Und ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch alle noch einen super fantastischen Tag, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.